Das Streben nach Wissen ist ein würdiger Zeitvertreib, mein Freund. Wenn wir können, werden wir euch helfen. Sucht besser eine Bibliothek auf, mein Herr. Für Leute wie euch haben wir keine Zeit. Ihr erwidert Geld? Ihr natürlich seid sehr beschäftigt. Werden seit 2000 Goldmünzen genug? Ihr solltet mehr dafür bezahlt bekommen, auch im Gelaber zuzuhören. Zahlt oder sucht euch einen anderen Lakaien. 2000 Goldmünzen, ja, das hört sich gut an. Passieren tragische Dinge in dieser ungerechten, wie sagt man, Welt. Die Leute mit Macht, die verletzen die Leute ohne Macht. Die zerstören die Dinge, die uns lehren, ein besseres Leben. Um zu sagen die Wahrheit, es wäre besser, wenn diese Leute nie wären geboren worden. Diese Händlerliga, diese schlechten Menschen, die finden die Insel westlich von hier. Die Insel hat ein gebrochenes Schiff, ein Schiffswrack, sehr altes Schiffswrack heißt es. Das macht schon, Mann, ihr seid ja langsamer als eine Schildkröte. Bitte sprecht weiter. Wie hat die Händlerliga die Insel entdeckt? Sie zur neuen Welt segeln und ein großer Sturm sie hat nach Norden geblasen. Die Segler nicht steuern können das Boot und es fest zerschallt auf Fels der Insel. Es ist sehr stürmisch, aber sie können sehen das alte Wrack. Sie zurückkommen nach Baldur's Turm, verkaufen die Seekarte an die Händlerliga. Die pocken über sie. Warum ist die Händlerliga an dieser Insel interessiert, inmitten von nirgendwo? Was gibt es dort außer gefährlichen Ufern und einem verrottenden Schiff? Worauf wollt ihr hinaus, mein Herr? Nehmen wir mal das Erste. Die Händlerleute sind gierig, sie die Insel und das Schiff wollen. Mögen verfaulen ihre Knochen für immer. Die Händler wollen Schätze aus neuer Welt. Das Meer ohne Spuren ist sehr weit. Also Schiffe von Händlerliga müssen anlegen und Vorräte aufnehmen. Sie wollen anlegen bei immer da, aber der Elfenort ist zu weit nördlich. Der einzige Ort zum Anlegen ist Sundra auf Lantan, aber die Gebühren sind teuer. Die Händler zu viel Geld verlieren in Sundra. Die Seeleute der Händler sehen mehr als nur ein Schiffswrack auf die Insel. Sie sehen noch einen großen Hafen. Sie möchten umwandeln diesen Hafen in neue Anlegestelle für Schiffe von Tiefwasser und Baldur's Tor. Was ist mit dem Schiffswrack? Die Matrosen von Händlerliga sehen Hinweise auf dem Schiff. Das Wrack ist das Schiff von Baldoran. Diese Männer glauben, dass Baldoran hatte viele Schätze auf seiner letzten Reise an Bord. Vielleicht ist es wahr, aber auf Schiff es gab auch viele Artefakte. Diese Dinge enthalten Geheimnisse von Baldorans Schicksal. Ich möchte aufhin das Logbuch. Ich möchte auch lösen das Geheimnis der letzten Reise von Baldoran. Die Händlerliga wird zerstören die Artefakte, um zu bekommen den Schatz. Das darf nicht sein. Wenn ihr mir helfen, ich erhalte die Dinge, die sind für mich von Wert. Ihr bekommt den Schatz und die Händler bekommen nichts. Ihr werdet helfen, ja? Ich würde, wir können euch im Moment nicht helfen, vielleicht später. Obwohl es meinem Gewissen zuwiderläuft, die Pläne unschuldiger Händler zu vereiteln, werden wir euch helfen. Menders, ihr arbeitet eindeutig für eine edle Sache. Wir werden euch helfen. Ich habe genug davon, alter Mann. Geht mir aus dem Weg. Wieder so Antwortmöglichkeiten, die eigentlich nicht zu meinem Charakter passen. Also es ist mir eigentlich weder zuwider, unschuldige Händler, unschuldigen Händlern zu schaden, noch finde ich, dass er für eine edle Sache arbeitet. Deswegen sagen wir einfach mal das hier, wir werden euch helfen. Ich sofort besorgen das Boot, ihr seht doch, gibt ein kleines Problem. Diese Männer, die haben gefunden Insel, sie halten sie Karten verschlossen. In Baldur's Tor, es gibt ein Gebäude mit Namen Zählhaus. Ihr es findet nordöstlich von Taverne Elfsang. Dort drin sind Seekarten. Wahrscheinlich hat Schiffskapitän sie. Ich weiß nichts von solchen Dingen wie dem Zurückholen von Karten ab. Ihr seid Held und für Held das kein Problem. Es mag ein bisschen gefährlich, also werde ich ein kleines Gold für Karten geben. Ich erwarte auf euch. Wo wie viel Gold sprecht ihr? Ich kann euch geben 2000 Goldmünzen für die Karten. Wir sind schon unterwegs. Bitte beeilt euch, Freunde. Ich brauche Karten bald. Die Händler bereiten Schiffe vor, während wir sprechen hier. Ihr braucht nur zu fragen. Der einsame Gelehrte. Das war wieder das Kart. Menders hat uns auch zum Zählhaus der Händlerliga in Baldur's Quo geschickt. Wir sollen dort die Seekarten für ihn besorgen. Das Zählhaus sollte sich im Nordosten der Stadt befinden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hast du was zu sagen? Macht's kurz, ich habe keine Zeit zum Verplempern.
Meine Frau sagt, dass Ike versucht hat, sich an sie ranzumachen. Ich würde ihm das Rückgrat brechen, aber meine Frau meint, jeder macht sich an sie ran. Ich würde ihr sogar glauben, wenn sie nicht so hässlich wäre. Bin natürlich selbst kein affiger Edelmann. Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Bürgerin, Bürger, Bürger. Junge aus Ulgov. Meine Mama sagt, dass sogenannte Helden nur Diebe, Mörder, Vergewaltiger, Plünderer, Koboldschänder, schlechte Köcher, Abschaum der Gesellschaft, Hunde sind, korrupte Lügner, Tyrannen, schmierige Versager und überhaupt wertlose Gesellen sind. Ja, sehr nett. So, im Wirtshaus waren wir als einziges noch nicht. Du hattest auch nichts Besonderes zu sagen, Gil. Ich versuche gerade zu meditieren, Abenteuer. Kommt bitte später. Hürgen spricht zu euch, also spitzt die Ohren. Ihr seid eine bemerkenswerte Bande von Helden. Ich habe ein Abenteuer für euch. Ich bin Hürgen Steinkling und lebe derzeit in Zitadelle Adbar. Gut gesprochen, vor welchem Abenteuer sprecht ihr? Ich möchte euch nicht beleidigen, aber im Moment sind wir nicht auf der Suche nach einem Abenteuer. Ich habe nicht das Verlangen, mit euch zu sprechen, Zwerg. Okay, welches Abenteuer? Vor einem wahrhaftig glorreichen Abenteuer. Habt ihr vielleicht von Dodaks Turm gehört? Ja, wir haben davon gehört. Das ist ein verhexter Turm weit im Süden, nicht wahr? Der Freund meines Großvaters spukte darin zeitweilig umher. Er drehte durch, versteht ihr? Dulak Trolltöter war ein Zwergenheld von großem Ruhm. Er legte eigenhändig unzählige Drachen. Mein Großvater war ein guter Freund von Dulak. Gemeinsam erlebten sie viele Abenteuer, bis mein Großvater vor einigen Jahrhunderten frühzeitig verstarb. Sprecht weiter. Mein Großvater wurde von einem bösen Dämon erschlagen, doch Dulak überlebte. Dulak behielt einen Dolch, den Seenräuberdolch, der meinem Großvater gehörte. Er wollte ihn meiner Mutter senden, doch er wurde verraten. Das ist eine traurige Geschichte. Nachdem Dulak diesen Turm gebaut hatte, wurde seine Familie von Doppelgängern ersetzt. Dulak tötete sie alle, doch er wurde dabei verrückt. Er gab seinem Turm einen Schutzwall und vergaß den Dolch meines Großvaters. Als ich die Geschichte als junger Mann hörte, ging ich selbst, um den Dolch zu holen, doch die von Dulak gestellten Fallen trieben mich zurück. Wenn ihr Interesse habt, würde ich euch gerne anheuern, um den Seenräuber-Dolch meines Großvaters mein Geburtsrecht zurückzuholen. Einige frühere Abenteurer haben es geschafft, zumindest ein Stück weit in den Turm einzudringen. Ich denke, die Gefahr sollte nicht mehr allzu groß sein. Was meint ihr? Im Moment haben wir kein Interesse. Wenn wir können, werden wir euch den Dolch bringen. Vielleicht sollten wir über die Belohnung sprechen. Natürlich, ich habe einen verzauberten Hammer, eine schlagkräftige Waffe. Solltet ihr ihn nicht gebrauchen können, könnt ihr dafür sicherlich einen hervorragenden Preis erzielen. Was sagt ihr? Das ist ein faires Angebot. Wir werden noch einen Dolch finden. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich werde hier auf eure Rückkehr warten. Ich meine, wir haben hauptsächlich Interesse an Geld. Die Karte wurde aktualisiert. Wir kennen Dulaks Turm bereits. Ah, wir haben also immer Interesse an Belohnungen in erster Linie, aber gierig werden wir auch nicht, weil wir wissen, dass wir dann nichts kriegen. Hogan Steinklinge bat mich, in Dulaks Turm einzudringen, um den verzauberten Seenräuber durchzusuchen. Es handelt sich um ein Familienerbstück. Ja, wie ihr wünscht. So, haben wir hier noch besondere Leute? Galkin und den Schankwirt. Ike haben wir nicht getroffen bis jetzt. Okay, was hat Galkin zu sagen? Nimmt denn keiner mein Angebot an? Ihr seid ja alles Waschlappen. Sehr nett. Ihr seht nicht so aus, als würdet ihr hierher gehören. Eine Person mit ganz besonderem Vorlieben, Treibt euch hier rum, weil ihr die angenehmeren Seiten des Lebens genießen, doch auch ein bisschen Aufhebung und Gefahr wittern wollt. Da habe ich genau das Richtige für euch, wenn ihr wollt. Na, Interesse? Na, erzählt mir mal mehr. In euch steckt die Seele eines Abenteurers. Ihr habt zweifellos vom Labyrinth in Dulaks Turm gehört, oder? Und dass es so oft geplündert wurde, dass die fetten Edelmänner dort zum Picknick hingehen.
Nun gut, der Turm wurde geplündert, aber darunter gibt es noch unerforschte Verliese. Ich habe einen Steil, einen Schlüsselstein, mit dem man sich Eintritt verschaffen kann. Er soll euch gehören, wenn ihr nur meine Rechnung hier begleicht, damit ich fort kann mit intakten Gliedmaßen. Abgemacht, mein Herr. Wie hoch ist die Rechnung denn? Wo bekommt jemand wie ihr so etwas her? Wie viele andere Dinge gehörte auch er früher einem anderen? Nun habe ich ihn. Was dazwischen passiert ist, geht euch nichts an. Wollt ihr nun sein nächster Besitzer sein oder nicht? Wie hoch ist die Rechnung denn? Es ist nur eine kleine Summe. Es ist mir peinlich, dass ich es nicht selbst zahlen kann. Nur 100 Goldmünzen und ich bin den Ärger los. Was sagt ihr, Kollege? Na dann, abgemacht. Wenn das ein echter Schlüsselstein ist, dann könnten wir ihn gebrauchen für Dulax-Turm. Ah, ich danke euch für eure Güte. Ich mache mich auf, mal meine Rechnung zu bezahlen, bevor ich mir weiteren Ärger mit dem Wirt einhandle. Übrigens, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er mich hier nicht finden kann. Der frühere Besitzer dieses kleinen Schmuckstücks wird da drüben bei Dulax-Turm vermutlich seine Augen offen halten, um zu sehen, ob es jemand benutzt. Dachte mir, die Warnung gebe ich weiter, da ihr mir diesen Gefallen getan habt. Bin aber sicher, dass er es vernünftig mit sich reden lässt. Galkens Schlüsselstein. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Ja. Ich habe diesen Galken einen Schlüsselstein abgekauft. Da hätte ich mir gleich denken können, dass das nicht ganz einfach frei war. Er sagte, es sei in Wirklichkeit der Schlüssel zu irgendeiner Tür tief unten im Turm. Dass aber der eigentliche Besitzer vermutlich auch danach suchen würde. Wie ich mein Glück bei sowas kenne, hat er ihn Dulax persönlich oder einem anderen mächtigen Wesen gestohlen. Ja, Zwergenrunenstein 2. Ein ziemlich echt aussehender Schlüsselstein mit Zwergenrune. Könnte für viele Zwecke geeignet sein. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, für gutes Geld kann ich euch mit allem ausrüsten, was mein Abenteurer braucht. Was kann ich euch anbieten? Oh, paar nette Zauber. Ein Versetzungsumhang. Aules Stab, die gefangene Zuhörerschaft. Kann vom Bade, Waffenkünstler, Gaukler und Skalde benutzt werden. Beherrschung. Paar Stäbe, Sanddiebring. Unsichtbar. Der ist nett. Und das Grünstein-Amulett. Also Fluchbrechen lerne ich gerne. Verbesserte Unsichtbarkeit nehme ich auch gerne. Ein paar Stacks Pfeil und Bolzen gibt es hier noch. Gewitterbolzen. Es gibt genug Leute, die noch kein Amulett tragen. Und es gibt auch Leute, die keinen... Umhang tragen. Wie wär's mit einem Whisky? Also, dann kaufen wir... Den Ring will ich auch haben. Das Amulett haben hätte ich gerne. Den Stab. Und den Versetzungsumhang. Und gib mir all deine Spiegelaugentränke. Gib mir auch mal 10 Gegengifte. So, dankeschön. Dann rasten wir hier mal königlich. Der erhöht ja mein Charisma, also so ist der wichtig. Was trägst du eigentlich? Baldurans Umhang. Ja, der wäre auch gut zu behalten. Da Dorn kein Schild trägt, ist es vielleicht besser, wenn er den Versetzungsumhang trägt, dass er besser gegen Geschosse geschützt ist. Achso, Grünstein-Amulett.
Entladungen, so Kacke. So, ein Stab für Nera, ein Unsichtbarkeitsring für Safana. Tränke zu dir. Da ist voll.